Hallo und willkommen zu einem nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal geht es um die Generate-Modifier. Generate deswegen, weil das eine eigene Sparte ist. Wenn wir hier unseren Würfel nehmen und auf Add Modifier klicken, haben wir verschiedene Modifier zur Auswahl. Diesmal geht es um die Spalte Generate. Ich werde nicht alle davon behandeln, ein paar sind extrem fortgeschritten und benötigen ein völlig anderes Mesh. Oder zum Beispiel bereits wissen, in Animationen, wie zum Beispiel beim Building Modifier. Deswegen gehen wir ganz von vorne auf die Arrays und dort starten wir. Wenn wir einen Modifier setzen, klicken wir den entsprechenden Modifier an in der Liste und der selektiert im Objektmodus selektierte wird mit diesem Modifier belegt. Der Modifier verändert das Mesh erst, wenn er applied wird. Das bedeutet, hier draufklicken, auf den Haken oder STRG A drücken und apply. Damit ist der Modifier aktiv und verändert das Mesh, je nachdem, wie der Modifier aufgebaut ist. Das hier ist ein Array-Modifier. Dafür habe ich euch schon was vorbereitet. Das ist der hier. Man kann Modifier ausblenden, wie jedes andere Mesh immer in diesen verschiedenen Symbolen. Wer sie noch nicht kennt, die sind auch bei euch hier im Outliner. Bei euch ist der Outliner vermutlich links, aber ihr wisst ja, wie man sich die Fenster individuell anpassen kann. Hier oben ist ein Filtersymbol und dort kann man sich anzeigen lassen, welche Arten von Symbolen man benötigt. Und man kann sie zum Beispiel hier in der Rendered View ausschalten, im 3D Viewport verstecken, bloß einzelne Objekte ausblenden oder die Selektierung. Das bedeutet, man kann, wenn dieser Haken deaktiviert ist, das Objekt nicht mehr anwählen. Das hier ist einfach nur ein Ausblenden von der kompletten Collection. Und weil wir gerade auf der Collection sind, in dem Falle könnten wir dann einzelne Objekte ausblenden. Und in dem Falle wird er im Render nicht mehr angezeigt. Das ist gut, wenn wir ein großes Setup haben, das Ganze rendern wollen, aber nicht alles aus dem Weg schieben wollen, bloß weil es im Render nicht aktiv sein soll. Das ist auch wichtig deswegen, weil ein reines Verstecken oder ein Verstecken im 3D Viewport nicht bewirkt, dass es nicht auch im Render sichtbar ist. So, nun zum ersten Modifier. Der Array Modifier hat verschiedene Werte. Das erste ist hier oben der Fixed Count. Wenn wir den hier nach oben stellen, wir sollten ihn vorher wieder sichtbar machen, dann wird er uns eine ganze Reihe von Duplikaten erstellen. Und zwar immer im gleichen Abstand. Der Abstand, den sieht man hier bei Z und die Menge bei Count. Das heißt, wenn ich den Count nach oben setze, wird er weiterhin Duplikate erstellen. Der Faktor in dem Falle bedeutet, in welche Achse er diesen Array setzt. Wir können hier auch mehrere Achsen setzen. Wir können zum Beispiel sagen, dass er hier einmal immer um den Faktor 2, also 2 Meter, Standardeinheit ist ein Meter im Blender, um 2 Meter in die X-Achse verschiebt und 2 in die Z-Achse. Was bedeutet, wir haben hier eine Stufe. Somit lassen sich auch leicht Treppen machen, indem wir einfach bloß den Wert auf genau die Größe des Würfels setzen. Ein Standardwürfel hat 2 Meter und wir gehen immer vom Origin aus. Und der Origin ist in dem Falle direkt in der Mitte. Das heißt, dieser ist Set to Geometry gesetzt. So viel zum Array Modifier. Wir gehen diese Modifier sehr einfach durch. Ihr könnt damit rumspielen, so viel ihr wollt. Viel komplizierter wird es definitiv nicht. Der nächste Modifier ist der Bevel Modifier. Ihr findet hier den Array und dort den Bevel. Bevel bedeutet, die Kanten mit Mesh abzuschrägen. Wenn wir den sichtbar machen, seht ihr, wie sich ein Bevel Modifier hier äußert. Er hat auch wieder verschiedene Werte. In dem Fall eben ein Amount, das ist die Kantenbreite, und eine Menge der Kanten, die kann ich bei Segments setzen. Hier kann man immer feiner stellen. Das Mesh verändert sich so lange nicht, wie wir nicht Apply drücken.
Erst dann haben wir effektiv am Mesh was verändert. Wir können jedoch im Wireframe bereits sehen, wie sich das Mesh verändert. Der Bevel Modifier ist ungefähr das gleiche wie ein Steuerung B bei einem Objekt. Das heißt, wenn wir diesen Würfel kopieren, den Modifier entfernen, einfach per X die Modifier entfernen, dann sind sie wieder weg. Und in den Edit-Modus gehen, alles markieren und mit Steuerung B jetzt noch den richtigen Wert finden hier. Genau, einfach immer näher rangehen. Dann ist es ungefähr das gleiche. Allerdings kann dieser Bevel Modifier hier noch modifiziert werden. Das heißt, hier kann ich auch die Segments erhöhen und so weiter. Es ist im Grunde ähnlich, nur dass wir in dem Falle bereits das Mesh verändert haben. Den Würfel brauchen wir nicht mehr. Also zurück in den Object Mode und weg damit. Gehen wir zum nächsten über. Der nächste Modifier ist der Boolean Modifier. Boolean Modifier subtrahieren, verbinden oder schneiden Objekte mit anderen Objekten. In dem Falle habe ich es mit einem Cube gemacht, der eine Sphere in sich hatte. Und diese Sphere wurde zum Schneiden benutzt, das heißt, das war unser Schneideobjekt. Und unser Objekt, das den Modifier bekommt, ist immer das, das verändert wird. Das heißt, das Mesh, das den Boolean Modifier bekommt, wird effektiv verändert, das andere Objekt nicht. Außer man nimmt die Option Union, was bedeutet, man verbindet beide. Danach macht man ein Objekt aus zwei. In dem Falle haben wir einen Sphere genommen. Die Sphere habe ich ausgeblendet, das ist die hier. Das bedeutet, erst den Modifier auf den Cube anwenden und dann bei Object, das ist das Objekt, was geschnitten wird, entweder mit der Pipette anwählen oder einfach in der Liste hier die Sphere auswählen. Momentan haben wir auf Difference gesetzt, das bedeutet, er nimmt die Sphere und schneidet damit sein Mesh. Wir können aber genauso gut, wenn wir unseren Cube anwählen, auf Intersect gehen. Das bedeutet, die Sphere schneidet den Würfel, aber nimmt nur das, was sich innerhalb der Sphere befindet. Das können wir ganz gut sehen, wenn wir ihn zum Beispiel applyen und die Sphere ausblenden. Dann sehen wir, dass er hier die Kanten einfach abgeschnitten hat, die ganzen Ecken abgeschnitten hat, dass es sozusagen genau in eine Sphere passt. Oder Union bedeutet, er wird beide zusammenschmelzen. Bei einem Boolean Modifier müssen wir sehr vorsichtig sein, denn er produziert N-Gons. Das lässt sich kaum verhindern. Selbst wenn wir ein so einfaches Objekt haben wie den Standard Cube und die Standard Sphere, wird er auch bei Difference N-Gons produzieren. Wir können uns vorher im Wireframe-Modus anschauen, wie unser Mesh am Ende aussieht. Wir können das Ganze auch noch mit dem X-Ray genauer betrachten. Er wird definitiv einen starken N-Gon produzieren, besonders an den Kanten hier. Wenn wir mal Apply machen, zeige ich euch mal, wie das Ganze dann vonstatten geht. Wir löschen die Sphere und markieren unser Objekt. Dann in den Shape Flat. Obwohl der Wireframe war eigentlich schon in Ordnung. Ihr seht, dass er zum Beispiel jetzt bei der Außenseite hier ein gigantisches N-Gon gemacht hat. Das lässt sich ganz wenig verhindern. Wir müssen da entweder mit einem Triangulate Modifier dann am Ende arbeiten oder einfach alle Faces markieren, Rechtsklick, Triangulate Faces. Damit lassen sich N-Gons wieder löschen, aber wie ihr seht, ist die Geometrie extrem hässlich, also schön ist wirklich was anderes, aber der ist auch nicht gedacht, um ein sehr schönes Mesh zu bauen. Er ist halt gedacht, um sehr schnell Dinge zu schneiden, voneinander abzuziehen, was später beim Render ist das Mesh oft überhaupt nicht so wichtig. Wenn wir jetzt ein Game-Ready-Object machen, ein spielbereites Objekt, dann sollten wir natürlich darauf achten, dass das Mesh schön sauber ist, besonders wenn wir es animieren. Damit wir wirklich eine gleichmäßige Struktur an Polygonen haben, damit sich später keine
keine Verzerrungen ergeben oder bei der Animation irgendwelche extrem langen Faces und sehr schmale ergeben, die sich einfach nicht biegen lassen. Von daher, er hat definitiv seine Berechtigung, aber ist mit Vorsicht zu genießen. Der nächste Modifier, um den wir uns kümmern möchten, ist der Mirror Modifier. Der Mirror Modifier ist ein bisschen spezieller. Der Mirror Modifier hat nämlich zwei Möglichkeiten, wie wir ein Objekt spiegeln. Einmal anhand eines Origins oder anhand eines anderen Objektes. Ich erkläre euch mal, was ein Empty ist. Ein Empty ist ein Objekt, was keinerlei Mesh beinhaltet. Es ist wirklich einfach nur ein symbolisches Objekt, was einen Punkt angibt innerhalb des dreidimensionalen Raums. Ihr erstellt ein Empty mit Shift A, Empty, und dort könnt ihr euch die Form aussuchen. Die Form spielt in dem Fall überhaupt keine Rolle. Es ist einfach nur ein Objekt mit einem Origin, das nicht sonderlich veränderbar ist. Man kann es vielleicht in der Größe skalieren und drehen und so weiter, aber es ist ein Hilfsobjekt. Das heißt, ihr könnt daraus nicht wirklich Geometrie erschaffen, aber es kann euch sehr gut helfen. In dem Falle möchte ich zum Beispiel meinen Würfel mit dem Mirror Modifier, den seht ihr hier oben, also hier war der Array, Bevel, Boolean, Bild habe ich ausgelassen, der ist etwas komplizierter, besonders für den Anfang. Decimate ist momentan nicht wichtig, den betrachten wir, wenn wir Sculpting machen. Der reduziert einfach die Anzahl der Geometrie wieder nach unten, wenn wir eine sehr aufwendige Geometrie haben, die wir grob einfach in den Polygonen reduzieren wollen. Dazu müsste man ein entsprechendes Beispiel geben. Dazu kommen wir auf jeden Fall beim Sculpting. Wenn wir soweit sind, kommt der Decimate Modifier. Edge Split ist auch ein bisschen fragwürdig, inwieweit wir den jetzt schon anwenden können. Ich finde, es ist wichtig, dass ihr ein Beispiel braucht, das ihr später auch verwendet oder beziehungsweise, dass ihr in naher Zukunft auch verwenden könnt, wo ihr sagt, okay, das ist nützlich, denn ansonsten vergesst ihr das eh wieder. Von daher, die kommen, wenn wir ein Anwendungsbeispiel haben, wo er wirklich Sinn ergibt. Ebenso Mask, dazu müssen wir erst die Vertex-Gruppen lernen. Mirror Modifier ist der nächste, der sehr, sehr sinnvoll ist. Einer der wichtigsten Modifier meiner Meinung nach im Generate-Tab. Und den schauen wir uns jetzt genauer an. Bei Mirror Modifier baut er ein Duplikat und das wird standardmäßig anhand seines Origins gespiegelt. Das heißt, er nimmt das untere Mesh und spiegelt es direkt mit dem Abstand zu diesem Origin nach oben oder zur Seite, je nachdem, welche Achse wir hier oben eingeben. Momentan habe ich das Mirror Object empty gesetzt. Das habe ich jetzt wieder entfernt und jetzt habe ich wieder mein Origin standardmäßig. Ich kann auch mehrfache Mirror Rings aktivieren. In dem Falle ergibt es wenig Sinn, weil unser Origin direkt über dem Objekt ist. Das heißt, in beide Achsen, in die X- und die Y-Achse, wird er es nicht verschieben können, weil er diesen Wert identisch hat. Das heißt, unser Mesh ist direkt am gleichen Punkt unter diesem Origin. Ich zeige euch mal, was ich damit meine. Wenn ich den hier jetzt zur Seite schiebe, dann haben wir schon mal den ersten Abstand. Dann ist nämlich hier seitlich, das ist unser Original Cube. Dieser Abstand wird hier nach unten gespiegelt und gleichzeitig wird er in der Z-Achse gespiegelt. In der Y-Achse wird er noch nicht gespiegelt, weil er sich nämlich genau in der Mitte über der Y-Achse befindet. Deswegen können wir ihn jetzt noch in der Y-Achse bewegen. Und jetzt haben wir unseren vierten Mirror. Jetzt hat er nämlich genau diese Werte, dass er einmal hier rüber über die X-Achse, über die Y-Achse gespiegelt wird, einmal rüber über die Y-Achse und über die Z-Achse. Sehr, sehr praktisch. Besonders wenn wir einen aufwendigen Charakter bauen, einen menschlichen Charakter, der am Anfang einfach sehr viele Mesh-Veränderungen benötigt, dann müssen wir die einfach nur einmal machen. Denn wenn ich einmal dieses Mesh verändere und es zum Beispiel hier intersekte und nach oben ziehe, dann wird sich das Ganze auf alle anderen anwenden. Wenn wir das Ganze mit einem
Object machen, wie zum Beispiel unserem Empty, dann funktioniert das genauso einfach. Wir müssen einfach nur den Empty als unser Mirror Object setzen. Es geht natürlich auch jedes andere Objekt. Wichtig hierbei ist jetzt einfach bloß, dass dieses Empty unser Origin ersetzt für diesen Modifier. Darum geht es. Wir haben jetzt alle Achsen abgewählt, weil die sind weiterhin gültig. Das heißt, wenn wir die X-Achse nehmen, dann würde es anhand der Position des Empties spiegeln. Wenn wir den Empty bewegen, wird er sich aktuell nur an diese eine Achse wenden und den Abstand nehmen. Das heißt, wir können den Origin nach vorne oder nach oben bewegen. Das ist ihm völlig egal. Es geht nur um die Seitbewegung. Also es ist wirklich der Abstand von hier bis hier. So viel zu unserem Modifier Mirror. Kommen wir zum nächsten Modifier. Und das ist der Multi-Resolution Modifier. Multi-Resolution und Subdivision Surface, ich blende beide mal an, sind sich ziemlich ähnlich, haben aber doch signifikante Unterschiede, besonders wenn wir in Sculpting gehen. Ihr seht schon, dass die ganzen Dinger ziemlich zerknautscht aussehen und ein sehr viel feineres Mesh haben. Dabei ist es folgendes. Wir haben ein Multi-Resolution und einen Subdivision Surface oder auch Subsurf oder Subdiv genannt. Und der hier heißt zum Beispiel oft Multi-Res, falls ihr die Namen hört. Das ist genau das damit gemeint. Nur weil Multi-Resolution und Subdivision Surface einfach unfassbar lange Wörter sind, werden die sehr, sehr oft abgekürzt. Wir betrachten als erstes Multi-Resolution. Wir haben hier, sobald wir den aktiv haben, das sind übrigens hier unten, Multi-Resolution und Subdivision Surface, haben wir verschiedene Werte. Und diese Werte geben an, wie stark wir dieses Mesh nochmal unterteilen. Wir haben ja vorher eine Plane an der Decke gehabt, also als Deckel. Und jetzt haben wir vier. Und das beim Level von 1. Die unteren zwei Level machen genau das gleiche, nur in verschiedenen Modi. Zum Beispiel im Sculpt-Mode oder später im Render. Das ist deshalb wichtig mit dem Sculpt, weil der Multi-Resolution der einzige Modifier ist, der ein Mesh verändert, bevor wir ihn applyen, es schon wieder verändern können. Vielleicht schlecht ausgedrückt, nochmal. Der Multi-Resolution Modifier verändert das Mesh, indem er es unterteilt und feiner macht. Was wichtig ist für Sculpting, da brauchst du natürlich, wenn du hier mit Modellierungswerkzeugen drauf rumschneidest, brauchst du sehr viel Polygone. Der Subdivision Surface ist erst, wenn er angewendet wird, in der Lage, das Mesh wirklich effektiv zu verändern, sodass du drauf sculpten kannst. Dann kannst du es aber weder rückgängig machen, noch die Feinheit nochmal verändern. Was bedeutet, er ist einfach sehr viel statischer und braucht somit auch sehr viel mehr Leistung. Der Multi-Resolution ist in der Lage, bevor man Apply drückt und bevor das Mesh endgültig verändert ist, drauf zu skulpturieren und zu sculpten. Und das macht ihn einzigartig und das macht ihn auch so wertvoll. Er hat andere Nachteile, aber ein sehr großer Vorteil ist eben, dass man im Sculpt-Mode mit einem noch nicht angewendeten Multi-Resolution arbeiten kann. Nun haben wir folgendes Thema. Wir können hier die Werte setzen, wie wir möchten. Im 3D Viewport wird er nur den Level Viewport anzeigen. Das heißt, wenn wir hier höher gehen, reicht es uns erstmal, um das darzustellen. Wichtig ist, übertreibt es nicht. Nicht draufklicken und nach rechts ziehen. Es braucht unfassbar Leistung. Und sobald der RAM eurer Grafikkarte voll ist, wird Blender crashen. Das ist auch völlig normal. Das hat auch nichts damit zu tun, wie stark euer PC ist. Es ist dann einfach nur ein paar Level mehr, was ihr dann mit einem besonders tollen Level, mit einem tollen PC aushaltet. Also keine Sorge, es liegt nicht an eurem PC, damit crasht du einfach jeden Rechner. Gut, wichtig ist, wir können jetzt einfach sehr viel feinere Geometrie herstellen und die später einfach besser verändern. Und das Schöne bei Multi-Resolution ist eben, dass es im Sculpt-Mode veränderbar ist. Wenn wir hier in den Edit-Modus gehen, haben wir diese Werte nicht. Aber wenn wir in den Sculpt-Mode gehen hier, dann wird dieses Level of Detail eben anerkannt und wir können es für unsere Sculpting-Werkzeuge hier, können wir das Ganze verwenden. Und das macht die Sache einfach sehr, sehr angenehm.
Wir haben jetzt hier bei Sculpting, bei unserem Modifier, den Wert 1, den können wir hier jetzt erhöhen und können damit eben arbeiten und hier verschiedene Dinge anstellen und dieses Mesh bearbeiten. Und er ist noch überhaupt nicht aktiv, also das Mesh, sobald wir in den Edit-Modus gehen, ist weiterhin unser Würfel. Das zur Besonderheit vom Multi-Resolution. Kommen wir mal zum nächsten, nämlich unserem Subdivision Surface. Subdivision Surface hat dafür auch einen Vorteil. Er hat nämlich zwei Modi, den Catmull Clark und den Simple. Catmull Clark ist eben die Person, die sich für dieses Design entschieden hat, von diesem Modifier, wie man diese Würfel, auf das das angewendet ist, eben gleichzeitig auch noch glättet. In dem Falle ist Glätten geht damit einher, dass wir jetzt eine Kugel haben statt einem Cube, sobald wir eben hier auf Level 3 im Viewport gehen von den Unterteilungen. Und das ist nicht immer gewollt. Ich habe euch mal was über den Decimate Modifier erzählt. Nicht Decimate, über die Displacement Map. Die Displacement Map, haben wir ja gesagt, ist eine ganz spezielle Map, weil sie die Textur, weil diese Textur das Mesh verändert. Das heißt, diese Unebenheit in dieser Texturmap, das war im letzten Tutorial, weil diese Textur ein feines Mesh benötigt, brauchen wir Unterteilungen. Und da ist eben der Subdivision Surface super. In dem Falle wollen wir aber nicht, dass er es so schön smooth macht und so schön glättet und die Kanten wegnimmt, sondern wir wollen ja die Form exakt gleich haben, bloß mehr Unterteilungen. Und da schalten wir einfach auf Simple. Wenn wir auf Simple schalten, dazu müssten wir ihn aber applyen, wenn wir ihn dann eben entsprechend auch verändert haben. Und im Objektmodus sein, so. Dann haben wir ein feineres Mesh, wie wir hier sehen. Das ist jetzt ein feineres Mesh und ist jetzt in der Lage, wenn wir es noch ein bisschen feiner machen, eine Displacement Map ordentlich darzustellen, weil sich das Mesh dann eben dieser Unebenheit von dieser Map anpassen kann und somit auch diese ganzen Details darstellen kann. Jetzt haben wir Unterteilungen schnell hinbekommen, ohne dass wir tausendmal mit Steuerung R schneiden müssten oder mit Rechtsklick Subdivide arbeiten müssen. Subdivide in dem Fall ist sowieso ein furchtbar gefährliches Tool. Deswegen, weil es ihm völlig egal ist, ob dein Mesh am Ende konsistent ist oder nicht. Also wer den Subdivision Surface Modifier lieber durch Subdivide ersetzt, der sei gewarnt, denn das ist ein bisschen schwierig. Wir können das mal ausprobieren. Wenn wir hier Rechtsklick Subdivide machen, dann haben wir bereits ein ekelhaftes Mesh. Denn ihr wisst ja, ein Vertice kann nicht an einer Edge snappen. Das funktioniert einfach nicht. Also er kann zwar an diese Position geraten, aber er wird sich niemals verbinden. Das bedeutet, das hier ist ein ekelhaftes N-Gon und bietet absolut keine Möglichkeit, das später wirklich ordentlich zu verarbeiten. Also das ist einfach nur N-Gon bauen und kann in dem Falle schwerere Probleme bringen. In dem Falle wäre jetzt ein Decimate Modifier vielleicht gar nicht schlecht. Decimate Modifier haben wir übersprungen, weil er schwierige Anwendungsfälle hat. Aber er kann zum Beispiel sagen, dass Vertices verbunden werden sollen, wenn sie zum Beispiel mehr als vier, also Flächen sollen ihre Vertices verbinden, sobald sie mehr als fünf Vertices besitzen. Kann man einstellen. Kommt gar nicht erst in die Lage, mit diesem Modifier zu arbeiten. Der Subdivide ist gut auf Planes und das war es dann auch schon fast. Außer ihr macht wirklich nur was für einen Render und nicht am Ende eben für ein Spiel, wo ihr einfach nicht auf N-Gons großartig achten müsst. Natürlich ist es schlecht, weil spätere Modifier einfach mit N-Gons nicht gut umgehen können. Ihr verliert auch ein paar andere Tools mit N-Gons, weil die einfach keine gut teilbare Fläche haben. Das heißt, hier könnten wir auf ein N-Gon nur schlecht einen Subdivision anwenden. Wir können es nur schwer nochmal durch 4 teilen. Also N-Gons, wie in vorherigen Tutorials schon gesagt, vermeiden. Nutzt den Subdivision Surface Modifier. Der ist definitiv nicht schlecht. Und eben das Umschalten zwischen Catmull Clark und Simple ermöglicht einfach einmal die Form zu behalten oder eben
eine schöne glatte Oberfläche zu schaffen. Und somit zum nächsten Modifier. Das ist der Wireframe Modifier und der ist ganz wundervoll. Man braucht ihn unglaublich selten, aber er hat definitiv seine Berechtigung. Ich zeige euch, wie er aussieht. Hier haben wir ein schönes Aquarium gebaut. Es geht nämlich folgendermaßen vor, er nimmt die Edges und solidified die sozusagen. Also er macht die Edges zu einer Form, zu einer geometrischen und füllt sie mit Flächen und nimmt eben immer die Kanten, die bereits existieren. Wir können die Kanten von diesem Würfel eben auch noch in der Thickness eben hoch und runter setzen, je nachdem, wie wir es brauchen. Er ist definitiv sehr praktisch, denn wer so eine Form haben möchte, tut sich schwer, die schnell herzustellen. Das ist nicht ganz so simpel, so ein Objekt flott aus dem Ärmel zu schütteln. Also wer sowas braucht, richtig praktisch einfach. Aber schon eher etwas, was man selten benutzt. Definitiv. Dann kommen wir zum nächsten. Und das ist der Triangulate. Triangulate hilft einem, wenn man tatsächlich N-Gons baut oder gebaut hatte oder sich einfach um das Mesh bisher nicht besonders viele Gedanken gemacht hat oder wenn man einfach sein Mesh relativ schnell von Quads befreien muss aus irgendeinem Grund, dann kann man mit Triangulate jede Form von Flächen, egal wie viele Polygone sie haben oder wie viele Ecken sie haben, ganz einfach reduzieren auf Trees. Dabei haben wir auch die Möglichkeit einzustellen, was der Minimum Vertices Count pro Fläche ist, ab wann er triangulated wird. Man könnte zum Beispiel sagen, nur Minimum ab 5, was bedeutet ausschließlich 5 oder höher, was ja schon einem N-Gon entspricht. Alles über 4 ist ein N-Gon und von daher wird es euch von N-Gons befreien und die einfach dann aufteilen. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn wir den Würfel ein paar Mal schneiden und dann absichtlich ein paar N-Gons reinbauen, indem wir wild verbinden, könnten zum Beispiel hier ein Vertice entfernen und diese Flächen hier, und so. Füllen, dann haben wir hier schon ein hervorragendes N-Gon. Das ist ganz, ganz schrecklich. Und wir können eben sagen, dass über 5 zum Beispiel soll er triangulaten. Dann wird er dieses Mesh hier definitiv, wenn wir zurück in den Objektmodus gehen und Apply machen, wird er es nochmal aufschneiden. Das heißt, er wird es hier zumindest mit Trees versuchen und wenn er kann, auch mit Quads, weil wir ja den Mindestcount auf 5 gestellt haben. Das heißt, ein Vierer hat er nicht zu einem Tree gemacht. Das ist sehr praktisch und kann euch im Nachhinein von ein paar N-Gons befreien. Damit sind wir auch schon beim letzten Modifier angekommen. Wenn ihr noch Fragen habt zu anderen Modifiern, die euch interessieren, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir werden in einem der nächsten Tutorials definitiv auch noch die Deform-Modifier nehmen. Dafür sollten wir aber noch ein bisschen mehr Grundlagenwissen aufbauen. Das bedeutet, besonders bei den Geschichten wie Shrinkwrap, da brauchst du Anwendungsfälle, damit die wirklich Sinn ergeben. Und das ist zum Beispiel Retopology. Das bedeutet, aus einem High-Poly-Character, den wir gesculptet haben, wo wir auch erstmal sculpten lernen müssen, zum Beispiel eine einfachere Form zu machen. Das heißt, aus einem sehr, sehr hochpolygonen Modell, das wir einfach haben, wenn wir gesculptet haben, danach eine einfache Variante zu bauen, die dann sich leichter animieren lässt. Und die Details dann sozusagen von dem Hochpolygonen-Objekt übernimmt, über eine Normal Map. Dazu kommen wir und da wird der Shrinkwrap Modifier uns unglaublich viel Zeit sparen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Viel Spaß beim nächsten Tutorial.